Probleme mit den Akkus bei der neuen DJI Mavic Air 2. Das solltet ihr wissen und unbedingt beachten. Hallo und willkommen auf drohnen.de. Hier ein recht kurzes Video, aber wegen der Dringlichkeit habe ich mich entschieden, euch das Video trotzdem hier in den Kanal reinzustellen und nicht nur über unsere Redaktion auf drohnen.de zu veröffentlichen, denn das Video wird wahrscheinlich relativ vielen etwas an Frustration ersparen und es hat eine hohe Wichtigkeit und Dringlichkeit. Ich verlinke euch nachher am Ende vom Video auch nochmal den Artikel auf drohnen.de von unserer Redaktion. Da könnt ihr das Ganze auch nochmal nachlesen im Detail. Und zwar geht es um die Akkus der brandneuen DJI Mavic Air 2. Der eine oder andere hat die Drohne vielleicht schon bestellt und wird sie in wenigen Tagen erhalten. Oder der ein oder andere überlegt noch, die Drohne zu bestellen. Das Ganze ist ein Problem, was uns auch von DJI bestätigt wurde. Es ist kein Problem, was jetzt irgendjemand davon abhalten müsste, die Drohne zu kaufen, denn es ist relativ einfach zu erledigen oder zu umgehen, sozusagen das Problem. Aber man muss es einfach wissen, ansonsten kann es einen auch in eine Sackgasse führen. Hintergrund ist relativ einfach. Wir haben es euch in unseren Vorstellungsvideos und in unseren Unboxing-Videos und so weiter und so fort. Die Videos verlinke ich euch übrigens auch nochmal im Nachgang. Haben wir euch ja bereits erklärt, dass es bei DJI-Produkten immer üblich ist, dass man die Akkus, wenn ihr das Ganze auspackt, erst einmal nicht benutzen kann. Das heißt, ihr erkennt das daran, wenn ihr hier oben den kleinen Knopf drückt. Mein Akku ist eben schon aktiviert, deswegen leuchten hier die LEDs. Wenn ihr das bei eurem frisch ausgepackten Produkt machen werdet, werden die LEDs hier nicht angehen. Das liegt nicht daran, dass der Akku komplett leer ist. Der ist schon mit einer gewissen Prozentzahl vorgeladen, aber DJI will quasi alle dazu zwingen, sozusagen die Akkus erst einmal komplett voll zu laden. Das ist einmal wichtig für die Akkus, zum anderen Teil natürlich auch wichtig für den ersten Flug, dass man da einfach gut vorgewappnet ist, sozusagen, und einen vollen Akku hat. Deswegen sagt DJI, der Akku ist erstmal inaktiv. Ich muss ihn an das Netzteil anschließen, muss ihn einmal komplett laden, bis er wirklich 100% voll ist. Das zeigen euch ja hier die LEDs an, auch am Ladegerät und hier auf dem Akku, ob die an- und ausgehen. Dann ist der Akku automatisch aktiviert. Ihr müsst nichts weiter machen und ab dann ist der Akku benutzbar. So weit, so gut. Eine tolle Geschichte, ist aber auch nicht neu, wird auch während der ganzen DJI anderen Generationen, die es vorher schon gibt, immer schon gleich gemacht. Hier hat sich jetzt aber wohl ein kleines Problem eingeschlichen, was sich jetzt erst im Nachgang herausgestellt hat. Und zwar hat das zu tun mit der Multi-Ladestation. Die könnt ihr ja einzeln kaufen im DJI Shop oder die bekommt ihr, wenn ihr das Kombi-Paket gekauft habt, also die Fly More Combo, das größere Paket, also nicht das, wie ihr es hier seht. Und ich gehe mal davon aus, die meisten von euch haben die Combo bestellt, weil die einfach mehr Sinn macht, weil da Zubehör noch dabei ist. Ihr habt in Summe dann sogar drei Akkus. Noch die Tragetasche dabei und vieles mehr. Und jetzt kommt der Clou. Wenn ihr den Akku das erste Mal zum Aufladen hier an die Multistation hängt oder sogar vielleicht alle drei Akkus dranhängt und dadurch dann sich der Akku aktivieren würde, dort kann es passieren. Es passiert anscheinend nicht immer, aber es kann mit einer nicht zu kleinen Häufigkeit passieren, dass der Akku sich dann nicht aktiviert. Und im nächsten Schritt kann es sogar sein, dass er sich danach auch nie wieder aktivieren lässt. Das heißt, ihr müsstet den Akku dann sogar zu DJI einschicken, um dann einen neuen zu bekommen oder die schalten den Akku von der Aktivierungsphase dann wieder frei oder wie auch immer. Auf jeden Fall kann das dazu führen, dass ihr dann eure Drohne quasi nicht starten könnt und erstmal nicht benutzen könnt und nochmal den Akku einschicken müsst. Und das wäre natürlich extrem ärgerlich und tragisch. Die Frage nun, wie kann man das Problem sicher entgehen? Ich denke, umgehen. Ich denke, hierfür wird es sicherlich dann auch nochmal irgendwie ein Update geben oder ein Software-Update für den Akku. Denn hier ist ja auch intelligente Software drauf, die sich sogar auch updaten lässt, also neue Firmware aufspielen. Das bekommt ihr auch automatisch über die App eingespielt, da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Aber die Frage ist, wie könnt ihr jetzt schon das Problem umgehen, wenn ihr die Drohne neu bekommt? Die Lösung ist sehr einfach. Ihr müsst einfach die Einfachlademöglichkeit benutzen. Also quasi so, wie wenn ihr nur das Single Pack gekauft habt. Ihr habt ja hier das Ladegerät und am Ladegerät direkt den Ladestecker und könnt den Akku hier
quasi an das Ladegerät 1:1 mit dran verbinden, so wie es gedacht ist, wenn ihr die Multistation gar nicht habt. Wenn ihr mit dem Netzteil, also mit dem Einfachladegerät, den Akku ladet, dann kann laut DJI überhaupt nichts passieren. Das ist übrigens auch das, wie ich es Gott sei Dank gemacht habe und so den Akku aktiviert habe und nicht über die Multiladestation. Und bei mir gab es auch absolut null Probleme. Wenn der Akku dann einmal geladen und aktiviert ist, dann ist ohnehin alles egal, dann gibt es keine weiteren Probleme. Dann könnt ihr auch die Multiladestation benutzen, wie ihr wollt. Mal das eine laden am Single-Ladegerät, mal an der Multistation. Beliebig viele Akkus, überhaupt kein Problem. Nochmal zusammengefasst, wichtig, ihr könnt das Problem komplett vermeiden, indem ihr alle Akkus, die ihr habt, beim allerersten Mal laden einfach 1:1 mit dem Netzteil ladet, ohne die Multiladestation dazwischen zu hängen. Wenn der Akku dann einmal so weit ist, dass die LEDs leuchten, also dass er aktiviert ist, dann könnt ihr ohnehin machen, was ihr wollt und seid somit safe. Solltet ihr schon so weit sein, dass ihr es aus Versehen mal an das Multiport-Ladegerät drangehangen habt und eben in dieser Schleife drin sein, quasi, dass selbst nach dem Laden mit dem Multiport die LEDs nicht mehr angehen, probiert danach trotzdem nochmal, es zusätzlich an das Einzelladegerät zu hängen. Bei einer gewissen Prozentzahl kann es sein, dass es sich dadurch wieder revidieren lässt und alles auch wieder normal sich aktiviert und laden lässt. Sollte das aber trotzdem nicht funktionieren, selbst wenn ihr es 1, 2, 3 Mal an den Einzelladegerät hängen gehabt habt, dann kommt ihr wohl nicht drum rum, den DJI Support zu kontaktieren, die Akkus dort nochmal einzuschicken und dann entweder Ersatzakkus zu bekommen oder euren Akku dort dann eben aktivieren zu lassen und es dann nochmal neu zu probieren. Das ist eine relativ wichtige Geschichte, wie ich finde. Deswegen jetzt hier das Video nochmal. Ist auch ein bisschen tragisch, dass das passiert. Also dürfte normal nicht so sein, aber man steckt nicht im Detail. Ich hoffe auch, DJI fixt das relativ schnell. Das einfach Stand der Sache, die ich euch hier jetzt erstmal mitteilen will. Soweit. Im gleichen Zuge will ich das Video aber noch für eine andere kleine Information kurz benutzen. Und zwar, das ist eine Information, die DJI an uns rausgeschickt hat mit der Bitte um Veröffentlichung, unabhängig von dem ersten Problem. Und zwar geht es da um die ADS-B-Transmitter. Da gibt es ja jetzt relativ viel Gerüchte und Rumor im Internet sozusagen und viele Fragen, die dazu aufkommen. Und zwar hatten wir euch ja in den ersten Vorstellungsvideos schon mitgeteilt, dass es ein ADS-B-System gibt und von DJI nochmal obendrauf die Software AirSense, die wir ja von der DJI Mavic 2 Enterprise her kennen. Das ist ein System von DJI, was es ermöglicht, andere Flugzeuge, die einen ADS-B-Sender haben, das sind die großen Linienflugzeuge und so weiter in der Regel, aber auch oft kleinere Flugzeuge, die senden quasi ihre eigene Position, Flugrichtung und so weiter automatisch mit diesem Sender in die Landschaft sozusagen, und jeder andere, der da einen Empfänger hat, eben diesen ADS-B-Empfänger, der kann die Position mithören und dementsprechend dann darauf reagieren. Das hat DJI in die Mavic 2 Enterprise mit eingebaut gehabt, sodass man da dann in der App einfach sieht, wo sich die Flugzeuge, die großen Flugzeuge, die diese Sender haben, um sich herum befinden. Es gab erste Infos, die hatten wir auch relativ früh, dass das auch in der Mavic 2 Air kommen sollte, in der Mavic Air 2 kommen sollte. Hat sich aber danach herausgestellt, dass das im ersten Zug erstmal nur in den ganzen US-Versionen stattfinden wird, also nur in den US-Versionen integriert werden soll. Jetzt gab es relativ viel Panik, ob das für Deutschland irgendwelche Auswirkungen hat und auch viele Gerüchte, dass es gesetzestechnisch ja wichtig wäre, diese Empfänger mit drin zu haben. Und da gab es nochmal eine Aussage von DJI dazu, dass man sich entschlossen hat, das nur für den US-Markt zu machen, obwohl es nirgendwo in der Welt vorgeschrieben ist aktuell und auch aktuell noch nirgendwo geplant ist, das Ganze einzuführen. Das heißt, keine Drohne, laut Aussage DJI, braucht das aktuell und wird es in naher Zukunft brauchen. Denn auch in den USA ist es nur so, dass mit dem neuen Gesetz von Januar 2020 festgeschrieben ist, dass man dieses Empfänger- und Sendersystem von der eigenen Position nur im kontrollierten Luftraum braucht. Also da, wo ihr euch sozusagen in Deutschland ja so oder so nie bewegen dürftet, wenn ihr nicht eine Ausnahmegenehmigung habt, wenn ihr irgendwo in der Nähe von einem Flugplatz oder sonst wo fliegen wollt. Und in den USA scheint das auch so zu sein, dass das eben nur in diesen Ausnahmezonen so sein soll, also auch per Gesetz einmal erst einmal gar nicht vorgeschrieben ist. Und auch für Deutschland, laut DJI, die ja mit den Gremien da zusammenarbeiten bezüglich der Gesetzgebung und so weiter, auch in Deutschland und in Europa mit der neuen EU-Gesetzgebung, wahrscheinlich oder ziemlich sicher nie kommen wird, dass das gesetzlich vorgegeben ist. Es wird nämlich oft verwechselt mit einer anderen gesetzestechnischen Vorlage, dass nämlich die Drohnen
eine elektronische ID haben müssen ab einer gewissen Klasse. Die werden ja dann irgendwann mal klassifiziert mit der neuen EU-Drohnenverordnung. Und ab einer gewissen Klassengröße müssen die eine elektronische ID haben und die eben auch senden können. Das hat aber gar nichts mit dieser ADS-B-Geschichte zu tun, mit der eigenen Position und so weiter, die für Linienflugzeuge gedacht ist und dort gesendet wird. Das ist nochmal ein unabhängiges System. Da sagt DJI auch, sobald das soweit ist, wird das auch hier in alle Drohnen integriert. Ob per Firmware-Update nachträglich oder wie auch immer, das hängt davon ab, wie das Ganze dann ausformuliert ist in der Gesetzgebung. Aktuell, sagt auch DJI, ist die Gesetzgebung da noch gar nicht fertig. Und es wird auch bis 2022 circa dauern, bis das dann wirklich in allen Drohnen Pflicht ist, weil die Verordnung erstmal in Kraft treten muss. Danach ist es noch eine Übergangsphase gibt. Und DJI sagt, da ist man hinterher. Und wichtig ist da nur, das, was DJI, glaube ich, jetzt hier mit dieser Verlautbarung, die sie uns auch geschickt hat, kundtun will, dem Gerücht entgegenzuwirken, dass es aktuell irgendwie gesetzestechnisch wichtig wäre oder notwendig wäre, diesen ADS-B-Receiver drin zu haben, oder dass es auch mit der EU-Verordnung wichtig wäre, diesen drin zu haben. Und das ist laut DJI beides nicht der Fall und deswegen auch unkritisch. Wir haben euch das System ja im Zuge der Mavic 2 Enterprise vorgestellt und so wie es DJI auch sagt, ist das ein rein freiwilliges System, wo man die Flugzeuge ringsrum quasi sieht, die um einen rumfliegen. Meiner Meinung nach auch eine sehr gute Entwicklung, die Sinn macht, die langfristig irgendwo in allen Drohnen integriert zu haben. Aber ich habe es euch im Vorstellungsvideo auch schon mitgeteilt, meiner Meinung nach kein Beinbruch. Das gab es bis jetzt in keiner einzigen Drohne, deswegen hat es bis jetzt auch keiner vermisst. Jetzt reden auf einmal alle drüber, aber wenn man sich es mal logisch überlegt, wenn man wirklich so weit in der Nähe ist von einem großen Linienflugzeug, dass dieser Alarm angehen würde und die Drohne dann zum Landen zwingt oder zumindest einem die Meldung reinblinkt, man solle landen, weil ein großes Flugzeug so nah in der Nähe ist, dann hat man ohnehin bis dahin schon alles falsch gemacht und garantiert auch etliche andere Gesetze vorher schon gebrochen, denn man dürfte eigentlich gar nie in diese Nähe von den Linienflugzeugen kommen. Man muss sich ja vorher damit beschäftigen, darf ich dort fliegen, wo ich bin? Man kann sich von der deutschen Flugsicherung die App runterladen, wo man genau zur aktuellen Position nochmal Informationen bekommt, ob man fliegen kann. Das DJI FlySafe ist ja auch in der Drohne wie in allen anderen integriert und gibt einen auch schon mal Anzeichen dafür, ob man sich in der Flugverbotszone befindet oder nicht. Man darf ohnehin auch nicht über 100 Meter fliegen, man darf nicht in der Nähe von Flugplätzen fliegen und. Wenn man das alles beachtet, sollte man so oder so in der Situation sein, dass man dieses System eigentlich gar nie brauchen wird oder das gar nie anschlagen dürfte. Von daher relativ viel Trubel, der jetzt da um diese neuen Systeme gemacht wird. Nicht falsch verstehen, ich bin ein Freund von solchen Systemen, das wisst ihr. Sicherheit ist an oberster Stelle und sollte auch beachtet werden. Aber zusammengefasst will ich damit nur sagen und denke auch DJI will das sagen, die Systeme gab es bis jetzt nicht und es hat alles funktioniert. Die Systeme sind laut DJI-Aussagen gesetzestechnisch aktuell nirgendwo in der Welt vorgeschrieben, werden wohl auch nirgendwo vorgeschrieben sein, außer in besonderen Ausnahmesituationen und momentan auch nur in der USA, wenn ihr in kontrollierten Luftraum mit Ausnahmegenehmigungen fliegen wollt. Deswegen hat sich DJI entschieden, für den US-Markt das System also hier für die Mavic R2 schon mal sicherheitshalber reinzupacken, um selbst diesen Ausnahmefall vom Ausnahmefall abdecken zu können. Aber deswegen auch relativ unkritisch der Trubel, dass das hier für Europa erstmal nicht mit drin ist und dementsprechend auch eigentlich nicht benötigt wird. Ich hoffe, das Video hier, was jetzt einfach nur so ein bisschen Zwischeninformationen zu diesen zwei Themen gegeben hat, vor allem hauptsächlich aber wegen dem Akkuthema, hilft euch weiter. Mich würde es freuen, wenn ihr trotzdem auf jeden Fall ein Like da lasst. Kommentiert doch unten mal gern, was ihr zu der ganzen Thematik haltet, was ihr dazu sagt, was ihr auch zum Akku-Thema sagt. Gut, das wird wohl relativ eindeutig sein, was die Meinung dazu ist, aber wichtig vielleicht für diejenigen, die das Ganze schon bestellt haben, dass ihr da keinen Fehler macht und dann nicht frustriert seid die ersten Tage. Lange Rede, kurzer Sinn. Trotzdem danke, dass ihr dabei gewesen seid, auch für dieses kurze Video. Gern den Kanal abonnieren, gern ein Like hinterlassen, unten kommentieren und wir sehen uns dann wieder zu den nächsten größeren Videos, wo es um die eigentliche Materie geht und irgendwelche Tests und Vorstellungen. Danke und bis dann!